Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Euro Truck Simulator. Da ich dieses Spiel momentan sehr oft und sehr lange spiele, habe ich mich nun entschlossen, diesmal aufzunehmen und euch ein klein wenig zu präsentieren. Ich sitze seit heute in meinem eigenen Truck. Also ich wollte jetzt erst anfangen damit, wenn ich in meinem eigenen Truck hocke. Und das tue ich nun. Ich bin momentan auf einer Autobahnraststätte, um euch ganz kurz meinen Truck zu zeigen. Ich mache mein Motor aus. Also hier seht ihr meinen FH16 von Volvo. Also es ist ein Sleeper. Das Ganze mit Dachaufbau, mit Lampen und zwei Hörnern. Das hört sich dann so an. Ja, ihr habt unten auch einen Aufbau und ein bisschen paar andere Modifikationen. Mein Name steht da und so weiter. Ich habe hinten einen Bagger drauf. Ja, den muss ich nach Milano bringen und krieg dafür im Moment. Da stand es gerade. Ich krieg dafür 6.252 Euro. Ich habe noch 5 Stunden, nee, 4 Stunden 50 Zeit. Das schaffe ich aber locker, weil ich nur noch knapp 100 Kilometer vor mir habe und dann bin ich in Milano. Jetzt muss ich mich aber beeilen, weil ich in Milano spätestens pennen gehen muss. Ich hoffe, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich habe extra das Radio ausgemacht. Jetzt mache ich mal den Motor wieder an. Ich habe ein bisschen Schaden schon drauf, aber das ist halt scheiße bezahlbar. Ich muss ein paar Kredite aufnehmen, um mir das Ding hier zu finanzieren. Dafür muss ich es aber auch wieder zurückzahlen, ist ja klar. Ja, und nun fangen wir mal an. Also kurz zu meinem Setup. Ich habe gerade meine Kopfhörer drin, also ganz normal. Ein paar Steckkopfhörer. Ja, mein Aufnahmeprogramm ist Action. Das steht ja dann auch oben in der Aufnahme. Ja, ich nehme jetzt gerade auf und ich schaue jetzt mal, was wir draus machen. Ich fahre jetzt einfach mal los Richtung Milano und nehme euch einfach ein bisschen mit, ja. So, Feststellbremse lösen. Zweiter Gang ist drin. Das ist perfekt zum Anfahren. Ah, und schalten tue ich mit meiner Maus. Ich habe noch kein Lenkrad, weshalb ihr meinen Fahrstil bitte noch nicht kritisieren dürft, weil die Lenkung mit den Pfeiltasten und mit WASD ist so scheiße. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich werde mir demnächst ein Lenkrad erwerben. Ja, und nun fahren wir mal los. Blinken wir mal raus, da haben wir direkt einen Stau. Oh, lässt mich raus, lässt mich raus. Ja, danke. Ziehen wir mal rüber. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ziehen wir mal ganz auf links. Ich werde mich auch bestimmt nicht an die SDVO halten. Also da müsste ich, fahre jetzt keine 80 km/h. Das könnt ihr gleich vergessen. Kollege, willst du rüberziehen? Ja, jetzt wieder. Gut. Dann bleiben wir nämlich gerade mal hier. Ich schalte mit der Maus. Ich habe so eine Kombi-Maus von Genion. Nee, nicht von Genion, von Logitech. Ist mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Komme ich eigentlich ganz gut klar. Da könnt ihr ein paar Tasten belegen und so weiter. Und es läuft eigentlich wunderbar da. Jetzt muss ich wieder rüber, weil das ist ja Rechtsfahrgebot, auch in Italien. Ja, und sonst könnt ihr ja mal erzählen, wie es euch eigentlich so geht. Ich meine, ich habe mich ja jetzt schon auch ein paar Wochen nicht gemeldet. Ich weiß auch nicht, ob das so viele Aufnahmen, so viele Klicks bekommt. Ist mir eigentlich auch egal, ich mache es ja aus Fun. Auf jeden Fall mein Fernlicht sieht so aus. Das macht dann alles taghell wirklich. Ich muss jetzt auch wieder ausmachen. Ja, mein Setup, mit dem ich spiele. Ich habe meinen Kopfhörer drin, meine Tastatur. Also ich habe einen Laptop momentan, weil mein PC ist mir verreckt, wörtlich gesagt. Ja, ich spiele momentan mit einem Laptop. Da ist ein i5 1200K drin. Jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ja, Grafikkarte kann ich nichts dazu sagen. Irgendwas von na, Nvidia nehme ich an. Ja. Oder GeForce, weiß ich nicht. Irgendwas wird drin sein. Irgendeine GeForce wird drin sein, keine Ahnung. Muss ich mal. Jetzt fängt es aber an zu regnen, mein Freund, ja. Oh, sogar wieder. Müssen wir mal schalten, wa? Also, ich werde mich hier nicht an die STVO halten. Da könnte bei mir ganz klar in die. Ins Rohr gucken. Da braucht ihr von mir gar nichts erwarten. Ich werde mir noch ein Lenkrad zu. Aber wenn ihr da mal mit Multiplayer spielt. Ich kann kein Multiplayer spielen, weil das ist
Ich will es jetzt nicht laut sagen, aber das ist eine gecrackte Version von ETS 2. Es geht eigentlich ganz einfach. Ihr ladet euch die Demo-Version runter, gebt ein Beispiel-Case ein und so. Aber ich kann da auch mal ein externes Video dazu machen, wenn euch das interessiert. Jetzt kommt natürlich mal wieder eine Mautstation. Jetzt bin ich natürlich wieder voll auf Geschwindigkeit und dann kommt eine Mautstation. Ja, die regen mich bei ETS ein bisschen auf, die dreckigen Mautstationen. Schön mit Aufliegerbremse arbeiten. Mann, die Maut, wer zahlt 33 Euro, um mehr Autobahn zu benutzen? Ohne Scheiß, Leute. Das ist absolut unrealistisch. Ich bin mal mit meinem Onkel mit dem Truck mitgefahren nach Italien. Da zahlst du, glaube ich, 15 Euro. Manchmal zahlst du auch nichts, weil die Pförtner einfach gar keinen Bock haben, mit dir zu kommunizieren. Dann lassen die dich einfach durch. Also, so war es zumindest bei uns. Also, ich weiß nicht, wenn ihr andere Trucker-Kollegen habt, die ihr kennt vielleicht oder so. Oder auch Bekannte habt, die in dieser Tätigkeit arbeiten. Dann könnt ihr ja die mal fragen, wie das bei denen aussieht. Ich habe jetzt keinen Schimmer, wie das aussehen soll. Ich werde jetzt kurz meine Ladung abliefern und dann schauen wir. Ich habe ja auch nur eine Nenngröße von 15 Minuten, glaube ich. Vor allem in Italien ist einfach in diesen Kurven 80 erlaubt, meine guten Freunde. 80 könnte ich hier niemals brettern. Ich habe doch keinen Bock, meinen scheiß Truck zu kicken. Also beim Rausfahren gebe ich natürlich ein bisschen mehr Stoff. Ja, ich werde mich hier um Himmels Willen nicht an die SDVO halten. Da braucht ihr bei mir gar nichts erwarten. Ich habe ein Lenkrad im Visier. Da werde ich auch mal fragen, ob ihr da noch was denkt. Ich kann ja mal gucken. Im nächsten Video werde ich mal fragen, was ihr für Lenkräder empfehlen könnt. Und ja. Ich stehe jetzt nicht an der Haltelinie, aber wer soll's? Gut, rote Ampeln halte ich natürlich schon an. Was ich bei meinem Onkel allerdings nicht verstanden habe, der fährt so an. Also der, ich zeige es euch mal von oben. Der bleibt. Jetzt ist die Ampel grün. Der bleibt so stehen. Also wirklich, der kann die Ampel gar nicht mehr sehen. So weit fährt der ran. Aber er schafft es irgendwie trotzdem noch im Spiegel oder irgendwie zu erkennen, dass es tatsächlich eine grüne Ampel ist. Jetzt kackt natürlich gerade die FPS ein bisschen runter. Es tut mir gerade leid für euch. Ah, das ist wieder das Dumme. Ich pendel nämlich zurzeit von Milano rum bis runter nach Venezia und dann Valencia und so weiter. Da gucke ich gerade rum. Ich hätte eigentlich mal vor, wieder zurück nach Deutschland. Das fände ich eigentlich mal ganz chillig, wenn ich dann noch zurück nach Deutschland käme. Jetzt laden wir auf jeden Fall erstmal ab. Ich weiß nicht, ich bin nicht allzu gut im Rückwärtseinparken von einem LKW. Jetzt pisst natürlich auch noch, das ist auch nicht besonders geil. Das verstehe ich immer nicht. Man sieht das hier nicht, dass das so weit runter geht. Und dann habe ich wieder 1% Schaden dazu gekriegt. Meine lieben Freunde, ich kapiere es nicht. Jetzt komme ich auch nicht mehr vom Fleck, natürlich. Also das mit dem Rückwärtseinparken werde ich bei dem Ding hier nicht packen. Von daher werde ich jetzt Eingabe drücken und dann war's das. Dann könnt ihr so die Stats sehen. Ich habe 1,2% Schaden drauf gemacht.
Ja, ich bin noch ganz am Anfang vom Game. Ja, ich hoffe, es hat euch mal ein bisschen gefallen. Ich habe es 10 Minuten aufgenommen. Also, ich hoffe, es hat euch mal ein bisschen gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René's Panzerecke.